Hallöchen zusammen. Heute gibt es mal wieder ein Blabla-Journal-Video und ich gestalte die Spinnseite mit den Aquamarkern von Action und Buntstiften. Das Blabla-Journal ist von der lieben Foxy Draws. Ich habe es mir übrigens selbst gekauft. Es ist nicht gesponsert oder irgendwas anderes, werbetechnisches. Und dieses ist mein drittes Video von der Blabla-Journal-Reihe. Und ich hoffe, ihr habt Spaß, mir beim Entstehungsprozess zuzusehen. Ich hatte übrigens die Idee zu diesem Bild, nachdem ich beim Ausschneiden der Spinntüren, ich sag's mal auf Deutsch, total verkackt habe. Ich habe irgendwie ein stumpfes Messer benutzt und dann beim Bekleben der Seite dahinter es noch ein bisschen verschlimmert habe. Jetzt ist der Drops gelutscht und ich muss daraus was machen. Also, was bleibt mir anderes übrig, als daraus eine Art Zombie-Apokalypsen-Seite, ein Lost Place, ein abandoned Schulflur oder wie man es auch immer nennen möchte, zu gestalten. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuschauen und packe euch einfach mal in den Zeitraffer. Wenn euch das Format soweit gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und ja, aktiviert die Glocke, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Ich danke euch! Ich werde das jetzt mal eine Nacht trocknen lassen, weil sich hier diese blöden Türen drehen oder beziehungsweise wellen und irgendwie sich der Kleber anscheinend gelöst hat durch das Wasser. Wenn das dann getrocknet ist, werde ich glaube ich nochmal gucken, ob ich hier über diese weißen Stellen gehen muss. Beziehungsweise ich sehe gerade, dass das hier ziemlich kacke aussieht. Das habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, da ist kein Kleber. Da gehe ich nochmal eben schnell drüber. Oh, das geht glaube ich noch so gerade eben. Geht's nicht. Hier ist definitiv irgendein Kleberscheiß drüber. Ja, wie gesagt, ich werde es jetzt mal trocknen lassen und dann schaue ich mal, wie ich damit morgen weitermachen kann, beziehungsweise auch diese Innentüren gestalten kann. Thank you.
geschafft. Ich habe es jetzt nicht ganz, ganz so gruselig gemacht, wie ich das eigentlich vorhatte. Aber ich sag mal so, ein Zombie-Arm hier und ein mysteriöser Arm hier und blutverschmierte Schriftzüge sind ja schon recht gruselig. Ich habe meinen Bär verloren. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht irgendwo findet. Und ich frage mich auch allen Ernstes, warum ist da eine Poolnudel? Was machen Zombies mit Poolnudeln? Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich hoffe, es ist nicht ganz so gruselig geworden. Wie gesagt, wenn ihr den Bären gefunden habt oder etwas anderes, was ihr wiedererkannt habt, dann lasst es mich wissen. In den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr darüber meint, wie ihr das findet. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.